So Freunde, willkommen zu dem Video. Wir fahren jetzt noch die Strecke, da bist du halt fertig. Schauen wir mal, wo das hingeht. Dann kommt das Intro und dann viel Spaß mit dem Video. Hoppala! Und an der Stelle möchte ich erwähnt haben, dass ich Italien brutal vermisse. Und es ist rutschig. So, da oben mal rechts weiß ich nicht, wo es weggeht. Links kommen wir zur Sackgasse. Das ist eh nur ein kurzes Wegall. Wo das ist, möchte ich gar nicht sagen. Wo es da weitergeht, keine Ahnung. Da rum ist Sackgasse. Können wir hochfahren, umdrehen und dann war es das eh schon wieder. Au, 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 au. Ja. Jetzt slippery, großer Sturm. Nur, ne? Jesus. Hui. Ach ja, Kinders. Nächstes Jahr Italien. Da sehe ich mich. Jetzt müssen wir nur mal schauen, was das Wetter tut. Weil im Rennfahren gefällt es mir ehrlich gesagt gar nicht. Das war eher mir so eine Spontanaktion, dass wir jetzt da Scheiben fahren. Weil, Junge, Junge, das letzte Mal war auch schon wieder verdammt lang her. Privat auch an die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Tommy, ich haben bei der Feuerwehr haben wir Jubiläum gehabt. Die letzten zwei Wochen waren wir eingespannt. Und das allerletzte Video war, glaube ich, Italien, was wir gemacht haben. Und eben jetzt heute. Das heutige Video auch nur. Weil es vielleicht eine kleine Zeitenwende gibt im Sinne von Mobilität, was sich bestimmt auch auf die Videos auswirkt. Aber dazu mehr nach dem Intro. Oh ja, Italien. Nax ist ja Video. Nax ist ja wieder. Video verlinke ich euch rechts oben oder in der Videobeschreibung. Das war, ich glaube, das Allergeilste, wo ich jemals gefahren bin. Italien unten. So, wo ist der Maxl? Ist er noch da? Siehst du das? Das heute wird nur ein kleines Ankündigungsvideo, weil nämlich es wird wahrscheinlich so eine Zeitenwende mehr oder weniger, ich nenne es einfach mal Zeitenwende, Neuanschaffung. Wir haben uns erst letzte Woche, das müssen wir noch alles regeln, anmelden, alles holen, die nächsten paar Wochen ein Anhänger gekauft, ein Motorradanhänger, weil bisher haben wir ihn immer ausgeliehen, okay, geschaut gehabt, abgeholt, aber das Problem ist, der ist nicht immer verfügbar und der kostet halt jedes Mal 120 Euro, was wir da gezahlt haben. Auf alle Fälle haben wir uns jetzt unseren eigenen gekauft, gebraucht, für 450 Euro, was hinten und vorne reicht, für die 3, 4, 5 Mal, was wir wegfahren. Aber es ist nicht nur der Anhänger, sondern auch ich habe mir ein neues Gefährt gekauft auf 4 Reifen. Heute geht der Wind und die Wolke schaut auch wieder beschissen aus. Nein, auch ich habe mir ein neues Auto gekauft, wo ich jetzt auch endlich, Gott sei Dank, die Möglichkeit habe, dass ich mir einen Anhänger ziehen kann. Und die Kombination zwischen Auto und Anhänger, wie flexibel du da eigentlich bist, grandios. Über das Auto mache ich vielleicht, ja, es ist jetzt nichts Besonderes, aber vielleicht mache ich ja ein Video drüber, über meinen neuen. So spannend ist er jetzt vielleicht auch nicht. In Sachen Autos gibt es beim Tommy vielleicht mehr Interessantes, aber da müssen wir mal schauen, ob da noch ein Video drüber kommt und wie wir das machen. Es ist zwar ein Motorrad-Channel, dieser Kanal, aber ja, ein bisschen Abwechslung. Money shot in die. Genau, eigentlich war der Plan gewesen, dass wir ein bisschen weiter wegfahren, aber das Wetter vorwärts kränkt kommt. Jetzt wird es wieder schöner, Spaß ist wieder regen. Ich habe absolut keine Ahnung. Das wird jetzt eher doch eine kleine Runde werden. Ich hätte für heute eigentlich komplett was anderes geplant, aber irgendwie das Wetter und jetzt sind wir doch hier. Eigentlich wollte ich woanders fahren. Es ist einfach, ja, wieder ein kleines Chaos. Zum Auto, wenn ihr extra Video darüber machen sollt, werde ich noch viel mehr erzählen, dann sitzt es auch. Anhänger, ja, es ist halt nur ein stinknormaler Motorradanhänger. Man ist halt mit der Kombi viel flexibler, man spart sich einen Haufen und man hat halt, glaube ich, nur Vorteile. Du musst da keinen Anhänger mieten, du musst nicht schauen, hey, wer hat jetzt eine Anhängerkupplung? Du kannst auch mal spontan für ein Wochenende wegfahren, wie wir es mit den Motorrädern gemacht haben.
im letzten Video. Italien Offroad, ein Traum. Wirklich sehr, sehr geil. Nächstes Jahr wieder. Hoffentlich, was wir nächstes Jahr machen, wie die Planungen da ausschauen, wissen wir jetzt noch nicht. Müssen wir schauen, müssen wir uns vielleicht heute nochmal zusammensetzen. Aber wie gesagt, kleines, Infovideo oder Video nebenbei, dass ihr auch wieder up to date seid, dass die Zukunft für mich, weil das Auto habe ich jetzt für mich privat gekauft, das ich haben wollte, eben auch, weil es auch in privater Angelegenheit ist, wenn ihr jetzt einmal spontan wegfahren möchtet, du hast halt nur Vorteile. Letztes Jahr auch in Kroatien unten, Video oben rechts oder unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal nachschauen, mit dem Motorrad, du hast nur Vorteile. Es ist einfach so. Fahr mit dem Auto mal in die Innenstadt. Du findest keinen Platz, Alter. Mit dem Moped fährst runter, erste Reihe, ganz vor. Du findest immer einen Platz. Du hast nur Vorteile. Also, gehe ich jetzt mal davon aus. Fährst du zu? Nein, sehr gut. Ja, Wetter könnte schöner sein. Genau, auf alle Fälle, es wird auf diesem Kanal vermutlich, noch nicht sicher, vermutlich, aber zukünftig, wenn wir jetzt spontan auch mal wegfahren, vielleicht das ein oder andere Video spontan, vielleicht ein bisschen mehr kommen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Da kommt der Maxel, dann schauen wir mal, was wir jetzt noch machen. Oh Junge. Oh, nasse Straße. Also wenn die Straßen nass sind und irgendwie es ist wieder frisch, dann macht es halt echt keinen Spaß zum Fahren. Also irgendwie seit Italien vor 2 Jahren Regen bin ich ein bisschen empfindlich, wo wir 6 oder 7 Stunden vom Gardasee mit Moped heimfahren sind durch den Regen. Also muss ich nicht nochmal haben. Genau, der Plan für jetzt, ich fahre jetzt tanken, dann fahren wir vielleicht noch ein bisschen raus, ein bisschen Landstraße, aber wenn die Straßen nass sind, wird es jetzt auch nicht mehr so spannend werden. Da glaube ich, wird es das an dieser Stelle schon gewesen sein, das Video. Auf alle Fälle, Freunde, seid gespannt. Es kommt wieder was Neues auf den Kanal, 2 neue Sachen. Vielleicht kommt ein Video drüber. Und weil es jetzt so ohrreinig ist und wir vermutlich nicht mehr so lange fahren werden, beende ich das Video einfach mal an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like, Glocke, ihr wisst es, freue nichts mehr sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video, hoffentlich wieder bei schönem Wetter, weil eigentlich wäre heute was anderes geplant gewesen, aber das kommt dann einmal wann anders da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.